So, und wir sind bereit für den Bosskampf und für den neuen Part. Schön. War mal ein anderer Anfang als den ich sonst immer mache. Ist ja sonst langweilig. Aha, nicht eine Kraft, sondern drei. Dejul, die Energieexpertin, der Druide Bane und der Alchemist Anakrote. Wie umsichtig von Ihnen, meine Suche zu verkürzen. So the scourge of the circle has arrived. Die Keule war eine meiner nützlichsten Waffen, mit der ich meine Opfer ausschalten und mich dann in aller Ruhe an ihnen laben kann. Außerdem können damit nicht allzu stabile Strukturen zerstört werden. Sei nicht lächerlich, Malek! Zu Hilfe! Verflucht seist du, Alchemist! Ich bin nicht von weit her gekommen, um nun meine Beute entkommen zu lassen. Rache, Rache für mein endloses Leid. Frechheit, als ob du wüsstest, was Ewigkeit heißt. Auf die Knie vor deinem wahren Meister. Niemals. Ich werde dich zu Hackfleisch verarbeiten und die kleinen Teile an deine Bräute verfüttern. Während Forador mit Malek kämpfte, verfolgte ich die fliehenden Magier Dejul und Bane. Ich habe nach ihren Regeln gespielt. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie nach meinen Regeln spielen. Ja. His magic is weak! Ich muss es gerade mal überlegen. Wie habe ich das nochmal gemacht früher? He is an affront to nature itself. Okay, nein, it is our so duty nicht. To purify him. Burn, wretched vampire. Burn. Also sie müssen wir auf jeden Fall als erstes machen. Ja, sie ist auch relativ schnell durch. Er wird lästig. Nein. Weil er halt über Wasser macht. Aber eben bei der Sequenz habt ihr halt auch einen Fehler gesehen. Aua. Der kann halt auch sehr böse werden. Da, sobald man ihn halt berührt, kriegt man sofort Schaden. Was scheiße ist. So. Hallo. Ihm muss man halt größtenteils ausweichen. Und immer wieder draufhauen. Ich habe noch keine wirklich wirksame Waffe gefunden, die hundertprozentig es verkürzt. Soll angeblich soll ja die Keule was bringen. Das halte ich für ein enormes Gerücht. Ich muss es mal ganz kurz hier. Genau für diesen Kampfraum war halt ganz viele. Wir könnten dann halt auch hier hingehen. Hier kommt da halt nicht her. Eigentlich bringt das ja auch nichts mehr. Und ihn müssen wir halt wirklich mit Schwert erledigen.
Ah. Mann! Stopp! Stopp, du Baba! So, ich werde mich jetzt nochmal ganz kurz heilen. Nein! Scheiße! The Heart of Darkness. Ja, Aue ist tot. Na gut, wen's ist das? Das Geweih ist im Kampf zerbrochen. Allerdings war im Elfenbein immer noch Macht enthalten. Sehr schön. Naja, wenigstens sind wir... Oder ist er durch unseren Tod mitgestorben? Jetzt muss ich einmal... Weil wir jetzt so viele Herzen... Hallo? Jetzt. Jetzt müssen wir noch ihren Kram da holen. Aber... oder bei der Sequenz habt ihr halt diesen Sprachfehler. Der Umhang ist aus bleiähnlichem Material, schwer und geschmeidig aus feinen Gliedern. Ja. Ihre Energie wurde in diesem Umhang gespeichert. Ja. Da kam dann ja auch noch der Fehler, dass es einmal auf Englisch war und dann, dass Kenya wieder von einer Keule geredet hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Hinweis darauf sein soll, dass die Keule was bringt. Ich habe das damals mit der Keule versucht und es hat deutlich länger gedauert als das jetzt. Ich habe da auch tatsächlich mal so lange gebraucht, bis alles voll mit Wasser war. Und das ist dann richtig schwer, das dann irgendwie noch zu retten. Also das ist dann fast unmöglich. Ich fand Maleks Helm unter den Überbleibseln seiner Rüstung. Er war unversehrt. Forador hatte seinem alten Gegner endlich den Todesstoß versetzt. Ja, sehr schön. Gut, da kommen wir jetzt aber nicht raus. Ah, okay. Mit der Fledermaus. Ja, wieder unsere schöne Tour. Ich muss gerade überlegen, wo müssen wir denn dann nachher? Ah, okay, ja. Ich hab's wieder auf dem Schirm. Da sind wir wieder. Den Helm Maleks legte ich vor die Säule des Konflikts. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Das Ganze war eine Art Ritual. Ist es nicht merkwürdig, dass wir die Gunst unserer Götter durch Gaben zu gewinnen suchen? Dejules Umhang legte ich zu Füßen der Energiesäule ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Den Geweihschmuck des Druiden Bane legte ich vor die Säule der Natur. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Du musst, Azimut, die Herren der Dimensionen im Herzen von Avernus suchen. Bei deiner Suche stehen dir drei Hilfsmittel zur Verfügung. Zunächst musst du aufsteigen, dann untergehen und schließlich den goldenen Mittelweg finden. Ja. Oh, das ist immer so... Das Schlimmste ist, ich muss mich echt jedes Mal zurückhalten, damit ich nicht selber spoiler. Naja. Wir kriegen das alles noch hin. Wir müssen jetzt
zurück nach Dark Eden. Denn da war ja der Höhleneingang. Durch den müssen wir, damit wir da zu dem blauen Licht hinkommen. Also wir sind jetzt etwas über die Hälfte des Spiels. Ungefähr. Loading. So. Die Fledermäuse versammeln sich. Geht das einmal hier hinein? Und ein Speicherpunkt, das ist sehr gut. Speicherpunkte liebe ich. Ihr fangt wahrscheinlich an, sie zu hassen. Wir sind schon bei Tag 17. Also ich glaube, einen Monat kriegen wir mindestens noch rum. Na, wobei, kritisch. Aber tatsächlich, ich habe es schon bis Tag 22 mal geschafft. Wird diesmal nicht so sein, aber... Ich sage sehr häufig dieses Wörtchen, aber... Es nervt. Bay Victor! So, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir so auf normalen Wege überhaupt nach Avernus kommen. Ich weiß, es wurde hier von Avernus gesprochen, ich rede oder spreche aber Avernus aus. Weil die andere Aussprache ist grausig. Avernus. Hallo, warum komme ich denn da nicht rein? Na toll. Jo, dann die komme ich nicht ran. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank. Bay Victor! So. Machen wir das einmal so. Sehr schön. Dann hinaus mit uns. Also ich glaube, wir kommen nicht direkt einfach so nach Avernus, aber wir werden es sehen. Hey, Victor! Also Avernus ist auch so eine, ein Ort für sich. Ich kann euch leider nicht sagen, was da steht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man da zu irgendeiner bestimmten Tages- oder Nachtzeit, glaube ich, also müsste man eigentlich reinkommen. Oder irgendwas muss man dafür, glaube ich, tun. Ich, ja. Avernus brach vor meinen Augen zusammen. Es schien nicht leicht zu sein, in diese Hölle einzudringen. Mm-mm. Vielleicht konnte man von oben in das dort herrschende Chaos gelangen. Ja.
Gut. Und Kane bestätigt mir das, was ich ja gerade sagte. Man kommt tatsächlich nicht auf normalen Wege rein. Man muss als Fledermaus hingehen oder hinfliegen. Man muss aber halt bis zu diesem Punkt gehen. Er muss halt das erst selber sagen, bevor man das wirklich tun kann. Ich könnte jetzt auch tatsächlich bis vor die Haustür da gehen, aber wir würden vor verschlossenen Toren stehen. So. Und, huch. Ich kann euch gleich auch nochmal die Karte zeigen. Ihr seht ja auch, wie nah wir eigentlich schon fast im Ende sind. Also es dauert noch, keine Angst. Aber wir sind schon relativ weit gekommen. Ich selber nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und das ist Evernos. Ich überlege gerade. Also Evernus wird in Legacy of Kain nochmal vorkommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Teil. Es wird auf jeden Fall nochmal vorkommen. Wird aber... Es wird was Wichtiges passieren, aber es wird nur eine kleine Rolle drin vorkommen. So, ja. Jetzt ist das Tor offen. Tatsächlich. Ihr könnt es mir glauben, man würde vor verschlossenen Toren stechen, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Ich habe es mal ausprobiert. Er kommt tatsächlich... Entweder das oder es... Nee, es kann auch sein, dass es da irgendwo einen Felsen gab, wo man noch nicht reinkam. Aber man kommt für gewöhnlich nicht hier rein. Ich stand tatsächlich selber schon vor diesem verschlossenen Tor. Dachte mir so, jung. Wie mal. So, hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Wir werden hier aber erst beim nächsten Mal weitergehen. Weil Evernos würde den Rahmen jetzt wirklich sprengen. Das wäre zu lange. Bei den Evernos halten wir uns wirklich sehr, sehr lange auf. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge, Ratschläge, was auch immer, könnt ihr gerne jederzeit in den Kommentaren schreiben. Ich würde mich freuen. Oder auch gerne ein Like dalassen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, in der Infobox sind ein Link zu meinem Discord-Server oder zu Steam. Könnt ihr mir überall schreiben. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren und die Glocke dafür drücken, damit ihr auch immer seht, wann neue Videos kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!